So, ich hoffe, wir sind wieder zurück. Wir können also weitermachen. Wo war ich stehen geblieben? Mein Name ist Yesin. Das hier ist mein Twitch-Stream. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich zuletzt eine Beat-Challenge gemacht habe. Zum zweiten Mal übrigens. Bei dieser Beat-Challenge konnte jeder mitmachen. Es gab ein Sample-Pack, was ich zusammengestellt habe mit 5 Samples. Und die einzige Vorgabe, die es gab, war, man muss einen Beat, 90 Sekunden Beat, bauen aus mindestens einem dieser Samples. Das war die einzige Vorgabe. Und bei dieser Challenge haben 70 Leute mitgemacht. Ich habe hier mit der Community zusammen knapp 70 Beats gehört. Aus diesen 70 sind dann wiederum knapp 30 in den Recall gekommen und beim letzten Stream haben wir dann per Voting ein sehr, sehr enges Rennen war das, den Sieger gekürt. Und den Siegerbeat haben wir heute an Bord, um damit eine Writing-Challenge zu machen. Was das genau bedeutet, erkläre ich gleich. Henning kam auf mich zu, Henning Mai, und hat mir gesagt, dass er sich die erste Beat-Challenge angeguckt hat und dass er das geil fand und dass er gerne irgendwas machen möchte. Und ich hatte schon vorher die Idee, dass man vielleicht mit Leuten von außerhalb noch arbeitet, dass nicht immer ich derjenige sein muss, der aus diesem Beat dann was macht. Aber ich wusste noch nicht so genau, wie. Und Henning hatte dann die Idee, lass uns doch eine Challenge draus machen. Und sein Wunschpartner, beziehungsweise Wunschgegner, muss man ja eigentlich eher sagen, war natürlich Döll. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die beiden sehr großen Respekt voreinander haben, vor der Schreibkunst des jeweils anderen. Umso spannender wird das natürlich heute Abend, weil beide auf jeden Fall hier eine Competition sehen. Das hier ist kein Ringelpiez mit anfassen, sondern die beiden wollen heute Abend wirklich zeigen, dass sie der Bessere sind. So, ich wollte mit euch ja jetzt eigentlich drüber reden, dass wir diese Challenge machen. Ich muss jetzt kurz mal wieder ins Konzept kommen. Aber machen wir das jetzt wirklich? Weil ich war da jetzt... Also doch, wir machen das. Jetzt, ne? Ja, wir machen das jetzt. Ja. Okay, ja, klar. Ja. Ich wollte euch aber vorher nochmal fragen, also ich war heute tatsächlich voll aufgeregt, weil ich genau Schiss davor hatte, dass sowas passiert, dass die Technik abkackt. Wart ihr aufgeregt oder seid ihr aufgeregt? Ihr müsst ja heute nicht die Technik zum Laufen bringen, sondern ihr müsst ja heute tatsächlich zeigen, wer von euch beiden der bessere Texter ist. Also ich gar nicht. Du bist gar nicht aufgeregt, ja? Nee, gar nicht. Du, Henning, wie geht's dir? Ich habe eben dann doch, muss ich sagen, kennt ihr das, wenn man so einen ganz leichten Schweißfilm in der Innenseite der Hand hat? Das ohne Mist, ich hab das immer, wenn ich diese Dings, Digga, wenn du diese Videos von Leuten guckst, die auf die Idee kommen, auf Gebäude zu steigen, die 7000 Meter hoch sind und so weiter, weißt du, was ich meine? So auf Kränen rum, oder auf Kränen rumklettern. Oder wenn Leute die Idee haben, live zu Musik einen Text zu entwickeln und das dann auf Twitch zu streamen. Das kriegt man auch immer dieses Gefühl. Ne? Ich hab wirklich tatsächlich ein bisschen schwitzige Hände. Ja, das ist so das Ding. Nee, ich finde, was ich vor allem daran so witzig finde, ist dieses, dass wir jetzt ja plötzlich, also ich weiß ja überhaupt nicht, was du mit uns vorhast. Deswegen. Ihr kennt ja beide den Beat, um den es heute geht. Den habt ihr ja beide auch schon. Ja. Da konnte ich kein Geheimnis draus machen. Der Plan ist, dass ihr jetzt eine Stunde Zeit bekommt, um auf den Beat was zu schreiben. Was ihr da drauf schreibt, ob das eine Strophe ist oder ein Refrain oder was auch immer, ist euch überlassen. Aber es geht natürlich darum, was zu schreiben, womit man auch dann gewinnt und die Leute überzeugen kann. Und es gibt nur 3 Regeln. Ihr müsst den Namen des Gegners verwenden, einmal mindestens. Also den Namen. Also Döll, du musst... Döll zählt, oder? Döll zählt. Und Henning zählt Döll. Auch. Ich bin Döll. Ja, du bist Döll, genau. Also Döll zählt als Name, es zählt auch Henning als Name, es zählt auch Mai als Name und Henning Mai natürlich auch. An Mai Kantereit auch als Name? Ja, das zählt auch. Okay. In deinem Fall zählt es schon. Die zweite Regel ist,
Es gibt ein grobes Thema, ja. Also ich glaube, wenn wir drei das ungefähr so, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage grobes Thema, ja. Das heißt nicht, dass alles darauf abzielen muss, aber ja. Es sollte erkennbar sein, dass ihr beide folgendes Thema im Kopf habt, 2020. Das muss nicht unbedingt Corona sein oder das muss auch nicht irgendwie der finanzielle Zusammenbruch der Weltindustrie sein. Es muss nicht die Quanon-Theorie sein. Das kann auch euer persönliches Jahr 2020 sein oder einfach eine große Rechenaufgabe, die am Ende das Ergebnis 2020 hat zum Beispiel. Ja, ich glaube, okay. Die Klopapier-Rhymes sind jetzt auch alle geschrieben. Ja, ja, ja. Also deswegen, Corona ist wahrscheinlich für euch beide durch, denke ich mal. Aber zu 2020 wird euch beiden ja was einfallen, denke ich. Und die dritte Regel, also wir hatten ja jetzt eine Regel bezüglich der Wortnutzung, dann hatten wir jetzt eine zum Thema und die dritte Regel ist eine rein formelle Regel. Keine der Zeilen darf mit ich anfangen. Ah, ich wusste, dass du das machst. Keine mit ich. Ey, eine mit ich. Weißt du, wie viele Rap-Zeilen nicht mit ich anfangen? Keine. Also, keine Ahnung. Aber du weißt, du kennst den Casper-Trick. Lass einfach das Ich weg, dann kannst du das Gleiche machen. Den kenne ich allerdings. Ja, den Casper-Trick meine ich, nicht Track. Ja, nein, okay, ich weiß, was du meinst. Es darf aber insgesamt vorkommen, oder? Ja, Logo. Halt nicht am Anfang natürlich, der Zeile. Natürlich. So, und dann haben wir jetzt praktisch eine Stunde Zeit und du. Wir gucken ab und zu mal zu euch rüber. Also, wenn ihr die Kamera laufen lassen könnt, macht das gerne, damit wir auch sehen, dass ihr wirklich schreibt und nicht eure alten Rhymes aus den Büchern und kratzt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns um 21.55 Uhr spätestens wieder. Wahnsinn. Classic. Ich sehe, der Chat rattert heute pervers durch. Der Chat rattert pervers durch. Ihr seid also der Meinung, dass Henning die Sache rocken wird, ja? Lese ich hier. Rest in Peace, Döll wird hier mehrfach geschrieben. Die beiden sind auf jeden Fall hyped. Ich habe vorhin schon mit denen gesprochen. Beide sind, wenn es um Competition geht, tatsächlich sehr, wie sagt man? Sehr kompetitive Typen. Also sehr aufs Gewinnen aus. Ich kann mich nicht bei allen Followern bedanken, weil ich gesehen habe, dass das viel zu viele sind gerade. Ich möchte mich aber bei allen bedanken. Fuck, Alter, sind das viele. Ich möchte mich gerne bei allen anderen bedanken, die hier heute Abend schon supported haben. Schwanz, danke für die Subscription. Seba Hammer Beats, danke für die Subscription. The Amazing Dr. Mo, vielen Dank für die Subscription. Ginger Ape, danke für die Donation. Mary Same, danke für die Bits. Oh, Tazi hat hier ein paar Subs rausgehauen. Snuffed ist jetzt im Mob, Frau Larie ist im Mob, der Flex ist im Mob, Sanchez ist im Mob, Shy1804 im Mob, alle von Tati ausgegeben, Überkugel, Quake, alle am Start. Sehr, sehr korrekt von euch. Wir gucken mal kurz rüber, was die Jungs machen. Offensichtlich hören beide den Beat. Und wie man sehen kann, sind auch beide schon am Flexen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer das heute für sich entscheiden kann. Ich bin sehr, sehr unschlüssig tatsächlich. Keine Ahnung. Beide sind wirklich stark. Richtig starke Texter. Ich habe vor beiden richtig krassen Respekt, wie ihr wahrscheinlich wisst. Sehr, sehr gute Texter. Sehr, sehr unterschiedliche Texter aber auch, muss man sagen. Wir hören gleich mal ein paar Songs rein von den beiden, um uns so ein bisschen die Unterschiede bewusst zu machen. Und ich glaube, beide wissen auch ehrlich gesagt nicht, was der andere machen wird. Ich habe schon im Vorfeld Sachen gehört wie, ja, wenn Henning auf jeden Fall singen wird, dann sollte ich vielleicht auch singen. Oder wenn Döll rappt, dann sollte ich vielleicht auch rappen. Ich würde sagen, wir geben uns jetzt ein bisschen Zeug von den beiden und gucken mal, wo die Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch die Unterschiede liegen. Wir starten mit Döll, mit
seinem bisher wahrscheinlich größten Hit. Ich verkleiner meinen Wortschatz und streiche das Wort noch. Ersetz es durch ein, wenn du was zu sagen hast, dann sag's doch. Denkst, ich geb ne Fick, wenn Classic. Jemand sagt, dass sie hat Pathos. Alles, was ich gerade mache, ist hoffen, dass... Als der Song rauskam, wann war das nochmal? 2014. Hatte Döll bereits ein Album draußen zusammen mit Nomis. Nomis und Döll haben die beiden sich zusammen genannt. Und das hieß Alles im Kasten. Und ich komme ja auch aus Darmstadt, genauso wie Döll. In dem Umkreis kannte man das schon. Ich weiß auch, dass man das über die Lokalgrenzen hinaus schon ein bisschen auf dem Schirm hatte. Oder es gab auf jeden Fall Leute, die das auf dem Schirm hatten damals schon. Und das war vor allem sehr Double-Time getrieben und die Beats waren sehr, sag ich mal, zeitgeistig damals. Also so ein bisschen Dubstep angehaucht, ein bisschen härter, vor allem auf Tempo bedacht. Und dieser Track war tatsächlich eigentlich meiner Meinung nach die Neudefinition und eigentlich auch die erste richtige Definition, die Döll von sich selbst als Solokünstler gegeben hat. Und ich finde auch, dass das nicht zu Unrecht so eine so einen krassen Einfluss hatte und also nicht nur auf die Szene, sondern auch auf sein Leben und auf seine Karriere und dass der Song auch immer noch so krass gefeiert wird, ist völlig zu Recht und ich verstehe das auch, dass es als sein größter Hit bisher zumindest sich immer noch so behaupten kann. Und lustigerweise, als ich Henning das erste Mal getroffen habe, das war bei einem KIZ-Konzert, glaube ich. Also er war sowieso totaler Fan von dem ganzen Umfeld, aber besonders von Döll und vor allem von diesem Song und hat mir da den halben Abend mit in den Ohren gelegen, dass er unbedingt Döll kennenlernen will. Das heißt, die beiden kennen sich auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, das war 2015. Also ich finde, dass der Text, der Song textlich auf mehreren Ebenen tatsächlich so ein Underground-Classic ist. Finde ich sehr, sehr stark, auch bis heute. Und ich glaube, das ist auch das Markenzeichen von Döll geworden. Nicht nur, dass er ein krasser Live-Rapper ist und ein krasser MC ist, sondern vor allem, dass seine Texte gleichzeitig technisch auf so einem hohen Niveau sind, wie sie auch persönlich super tief und super nah sind. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, die auch heute bei dieser Challenge zum Tragen kommen könnte. Aber wir gucken uns an, was das im Vergleich bedeutet. Natürlich muss man hier abseits des Textlichen auch sagen, sehr, sehr, sehr schöne Komposition und natürlich krasse Stimme. Also das lässt sich nicht ausblenden und das lässt sich auch nicht wegdenken. Hennings Stimme ist in erster Linie sein Markenzeichen, an dem man ihn sofort erkennt. Auch für heute Abend natürlich ein Punkt, der nicht zu verachten ist. Hört auf die Lyrics, nicht auf die Stimme. Also hier kann man vielleicht so eine gewisse Überschneidung sehen, dass auch diese bildliche Sprache bei Henning immer sehr, sehr, sehr deutlich ist. Also mit bildlicher Sprache meine ich keine großen ausgedachten Metaphern. Auch das kommt natürlich vor, aber ich glaube, das, was Henning am ehesten auszeichnet und was auch zu seinem Erfolg auf jeden Fall viel beigetragen hat, ist, dass es Bilder sind, die bei jedem sofort etwas erzeugen, auch wenn das jetzt vielleicht ein älterer Song ist, aber dennoch geht es gar nicht so darum, großartig textliche Eitelkeiten da auszuspielen oder große Ego-Rutschen zu fahren, sondern es geht tatsächlich eigentlich immer um das Bild, was erzeugt werden soll beim Hörer oder beziehungsweise, das ist wahrscheinlich gar nicht das Ziel, aber es passiert immer, dass dieses Bild beim Hörer steht und dass das sehr, sehr klar und deutlich ist und auch oft eins ist, was man eben kennt. Also was mich auf jeden Fall heute Abend gespannt macht, ist, wird Henning mit Melodie arbeiten, beziehungsweise wird er mit viel Melodie arbeiten oder wird Henning einen Rap-Part schreiben? Und wird Döll mit Melodie arbeiten? Ich bin sehr gespannt. Wir gucken gleich mal bei den beiden rein. Vielleicht dürfen wir sogar kurz stören. Die schreiben jetzt fast eine halbe Stunde, glaube ich. Ah, sehr unterschiedlich auf jeden Fall.
Der eine ist sehr beschäftigt mit Lesen offensichtlich und der andere singt, wenn ich das richtig sehe. Hören wir kurz rein. Stadt als Köln. Aha. Es wird offensichtlich gesungen und bei Döll dürfen wir nicht reinhören. Weil jemand gefragt hat, ob es eine dritte Beat-Challenge geben wird, auf jeden Fall wird es die geben. Vielen Dank für die ganzen Subscriptions und vielen Dank für die Donations. Wenn ihr subscribe, wenn ihr ein Abonnent werdet bei meinem Stream und rüber geht in den Discord-Channel und euch dort verbindet mit eurem Twitch-Account, dann bekommt ihr dort Sachen umsonst. Momentan ist es zum einen die X-CD, die gab es auf meiner ersten Solo-Tour, da sind 18 Songs drauf, teilweise Unreleased-Material. Das zweite Geschenk, was ihr dort bekommt, ist das normale Drum-Kit, was Talky Talk euch zusammengestellt hat, mit Original-Drums von normaler Samt. So, was sagt der Countdown? 27 Minuten, geil. Der Gedanke hinter dieser Writing-Challenge heute ist natürlich zum einen, dass es Entertainment sein soll, zum anderen ist aber auch für uns drei tatsächlich der entscheidende Punkt gewesen und darauf konnten wir uns alle sehr schnell einigen, dass wir es mega geil finden, dass erstens so viele Leute hier mitmachen und was einsenden und dann die Chance haben, dass, keine Ahnung, nach teilweise 12 Jahren, ich glaube, wir hatten hier Leute, die gesagt haben, die machen seit 12 Jahren Beats, nach 12 Jahren endlich mal jemand auf einem Beat rappt und dann halt gleich jemand wie Döll oder Henning Mai und so eine Perspektive wollten wir auf jeden Fall gerne geben, weil wir denken, abseits von diesem Gelaber von wegen alles ist möglich, wenn du dran glaubst und so, auch abseits dessen soll klar sein, dass es nicht darum geht, wer der krasseste Producer ist oder wer am längsten dabei ist, sondern es geht darum, tatsächlich was zu machen, kreativ zu werden, einfach zu machen vor allem. Also wenn ihr Beats macht, wenn ihr Mucke macht, wenn ihr rappt, wenn ihr schreibt, geht raus, traut euch, zeigt es Leuten, zeigt es Freunden. Ich sag nicht, geht mit dem ersten Track, den ihr habt, sofort auf Spotify und macht Alarm und seid enttäuscht, wenn es dann keinen interessiert. Aber ich sage, traut euch. Wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr gutes Feedback bekommt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr was Korrektes dort gemacht habt, wenn ihr stolz darauf seid, dann zeigt es ruhig. Zeigt es Leuten, zeigt es Freunden, schickt es rum. Und wenn ihr euch sicher fühlt, oder gerade so sicher genug, dann riskiert den Schritt und geht raus und nutzt die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Es kann alles Mögliche passieren, wie heute Abend zum Beispiel. Jetzt gerade schreiben Henning Mai und Döll auf den Gewinner der letzten Beat Challenge, der zweiten Beat Challenge, die ich hier veranstaltet habe. Der Gewinner ist Quake. Das ist der Gewinnerbeat, um den es geht. Yes. So, ich höre schon drüben im privaten Chat, Henning ist fertig. Vor der Zeit, der Streber. Und Döll nimmt wohl gerade sein Video auf. Ich hätte gerade jemand geschrieben, Audio wäre im Chat, aber ich glaube es nicht. Es wird so oft gesagt, dass Audio hier ist. Nee, nee. Das Audio Leerzeichen 88, Leute, lasst euch nicht verarschen. Okay. Audio Leerzeichen 88 existiert nicht in echt. Hallo. Hi. 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 Hast du kein Video? Doch, gib mir eine Sekunde, habe ich auch. Hallo. Yes. Uff, Henning, bist du noch da auch? Ja, ich bin noch da. Fabian Döll ist auch wieder da. Du hast auch dein Video geschickt. Ich lade das mal kurz hier nebenbei runter. Ihr könnt aber ruhig weiterlabern. Also Bruce Lee gegen Chuck Norris. Ich finde das aber auch ein sehr guter Vergleich für das, was hier heute Abend passiert. Ja, weil weißt du, Bruce Lee ist halt einfach spezifisch in seinem Genre. Chuck Norris kämpft alle Genres, weißt du? Deswegen dachte ich, egal. Okay. Der macht ja alles, ja. Von. Ich mach alles. Ja, ihr wart beide vor der Zeit fertig. Oh, ja, stimmt. Wie war es für euch beide so? Ja, ultra aufregend. Ja?
Ich habe richtig, ich habe immer noch, ich meine es vollkommen ernst, ich habe immer noch richtig Herzrasen. Echt? Weil ich, du musst dir vorstellen, wir haben uns manchmal halt auch so durch die Kamera angeguckt und wir konnten uns doch nicht hören, aber haben dann auch einmal, also manchmal sind so Situationen entstanden, weißt du, und dann ist so ein bisschen weird zu erklären. Ist schwer zu erklären. Habt ihr den Wettkampfgeist des anderen in den Augen erkannt, ja? Ja, ist nicht so leicht, das zu ertragen, wenn man so rüberguckt und man sieht den anderen nur so. Ja, ich habe hier ab und zu auch mit den Leuten kurz mal reingeguckt bei euch und es waren teilweise sehr unterschiedliche Posen, dass der eine wirklich streng vorm Rechner saß und der andere halb tanzend irgendwie auf seinem Stuhl. Wie war es für dich, Döll? Ey, ich muss ähnlich. Ich fand es auf jeden Fall super intensiv gewesen. Fand ich also am schlimmsten hat es gemacht eigentlich in dem Moment. Wir hatten ja kurz bevor wir live alle drei live gegangen sind, bist du nochmal in der Konversation mit Henning und mir raus und dann haben wir nochmal gesprochen und das hat sich für mich schon so ein bisschen angefühlt wie okay, wir sind jetzt auf dem Weg zum Rasen in diesem Gang. Bei dem wir jetzt aufs Feld gleich laufen und dem Fans nochmal versuchen, irgendwie Feuerzeuge an unseren Kopf zu werfen und dein Gegner erzählt dir so ein paar Sachen. So ein Feeling war das so ein bisschen. Ja. Also wenn du zusammen, kurz gesagt, unangenehm. Ich muss sagen, es hat mich echt herausgefordert. So. Und Kompliment, wie spricht man das richtig aus? Quake einfach? Quake anscheinend. Quake. Ich finde den Beat gut und ich finde den Beat gut, weil der sehr viele Gelegenheiten bietet, was so ganz klar mit dem Beat zusammen zu machen. Weißt du, der Beat guckt die ganze Zeit so. Ganz viele haben da beim Voting schon gesagt, dass sie Döll drauf hören. Ich bin auf beide Beiträge sehr gespannt, aber bei dir kann ich mir gar nicht vorstellen, was du drauf gemacht hast tatsächlich. Ich will aber, bevor wir das hören, noch kurz von euch beiden wissen, seid ihr zufrieden, was ihr mit dem gemacht habt, was ihr jetzt gemacht habt? Wow. Also ich kann mich auch einen ganzen Tag damit beschäftigen, darüber zu reden, was der Fabi alles falsch macht, der Döll hier. Ne? Jetzt ist immer bei mir, ist dann immer mit der Verbindung schwierig. Ich weiß nicht, ob das dann. Ich weiß nicht. Leide doch mal, ruf doch mal einen Severin an oder so, ob der noch was hat. Der hat immer gute Technik. Also die Sache ist, was so für mich einen großen Teil der Anspannung halt ausgemacht hat, ist, dass es in gewisser Weise ist es noch eine Freestyle-Situation. Nicht ganz so eine starke Freestyle-Improvisationssituation, aber es ist eine so. Und das meinte ich auch im Vorfeld zu euch, es kann alles passieren, es kann aber auch gar nichts passieren. So, das heißt, in der Stunde kann der Teufel genau. Willst so und uns passiert gar nichts, gemessen an dem bin ich damit auf jeden Fall zufrieden. Also ich meine, wir haben ja eben, bevor wir angefangen haben zu streamen, kurz drüber geredet, was wir schon gemacht haben und eigentlich haben wir nur Driss gemacht und ich glaube, keiner von uns hat was verwendet von dem, was wir hatten. Weil irgendwie, ich hatte zum Beispiel so ein Wortspiel, Delirium, ja, oder sowas und das habe ich vorher gesagt. Nein, das habe ich auch nicht benutzt. Ich dachte kurz, ob ich sowas mache wie, du warst immer weit entfernt und schreibst dich leer und ich nenne dich nicht Egoist, weil es dir um dich selbst geht, ich nenne dich Egoist, weil du gerne Geld zählst. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich so, aber dann, schon wieder ganz schlecht gerade, ne? Vielleicht ist auch der Akku, ich weiß nicht. Das muss ich auch sagen, das muss ich zum einen sagen ja, zum anderen nein, also so Delfin oder sowas, da hätte ich natürlich auch kriegen können. Davor hatten wir es vorher ein bisschen in diesem Gang zum Feld. Also ich habe richtig krassen Respekt davor. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich was hingekriegt hätte jetzt. Also es ist wirklich 50-50, ne? Also man natürlich, wenn man dann abliefern muss, wird man irgendwas schreiben, aber es kann natürlich sein, dass man am Ende was macht, wo man denkt so, ey, das ist mega wack, was ich gerade mache. Das Gefühl habt ihr beide nicht, ja? Nö, das meinte ich aber auch mit, ey, es kann alles und nichts und so alle, damit meinte ich, weil nichts passieren. Ja. Das Gefühl habe ich gar nicht, ne. Okay, ey, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das erste Ding an. Und ich habe eine cool Savage-Anspielung versteckt. Oh, geil. Ich bin sehr gespannt. geil. Ich bin sehr gespannt. Wir starten mit Henning, weil der früher fertig war. So, liebe Freunde. Es geht los mit Henning.
Okay. Verdammt, wir waren auf dem Mond, haben Schafe geklont, werden den Mars bewohnen. Nichts ist unmöglich. Naja, ich glaub schon. Zum Beispiel eine schönere Stadt als Köln oder 2020 ein Album von Dell. Da kommt mal die Gelegenheit für Promobief und ein bisschen Streit. Und er macht Battle Rap mit Henning Mai. Bye bye, Pocahontas. Naja, da lass dir Zeit. Mit deiner Schreiberei, da ist freie Kunst, ist klar. Wenn du sagst, bald nächste Single, dann meinst du nächstes Jahr. Immer nächstes Jahr. Ja, ja. Wir haben lang genug gewartet, dass dein Album erscheint. Überall releases, wo es deins. Wir haben lang genug gewartet, dass dein Album erscheint. Ich sehe überall Plakate, aber immer nur meins. Wir haben lang genug gewartet. Dicker! Oh. Okay. Dicker. Oh Mann, Alter, was ist das für ein Mäuschen, Alter? Hört man mich? Ja. Oh Mann, hört man mich auch? Sagen. Ja, man hört euch. Ey. Oh Mann, ey. Ey, was geht bei dir ab, Henning, ey? Henning hat gewonnen. Meinst du? Ja, aber da merkst du. Ja. Ey, da merkst du mal, wie lieb ich dich hab, ja? Da merkst du mal, wie lieb ich dich hab. Ja, ich muss auch wirklich sagen, es geht runter wie Öl im Moment. Ey, das ist echt, das ist wirklich, das habe ich nicht, ich kann mich nicht, ey, guck mal, ohne Spaß. Diese Stunde defensiv jetzt. Was war das gerade für ein Film? Das ist richtig ab der Achterbahn, was hier abgeht. Ich find's, okay. Ohne Scheiß, ich hätte null damit gerechnet, dass du sowas bringst. Null. Ich hab nicht gedacht, dass du hier so Battle-Dinger auffährst. Richtig krass, Mann. Also, Respekt, wirklich. Respekt. Der Chat dreht auf jeden Fall auch schon durch. Der Chat, das ist gut. Das muss ich gleich geben. Ja. Ich auch. Crazy, Henning, crazy. Echt? Ah! Sehr gut, ja, Mann. Ich- Gut vorgelegt, Alter. Ich würde sagen, wir machen uns wieder stumm, damit ich gucken kann. Ja, ja. Wir geben uns jetzt Döll. Döll sagt also, Henning hat gewonnen. Ich bin gespannt. Beides sehr selbstkritische Typen. Hier ist Döll. Stell mich ein, verzeih mir die Soundprobleme beim Streamen. Ich geh nicht ständig rein, früher brachte ich kein Pfennig heim. Kaufte bei Penny ein, heute komm ich ganz schnell live und schick noch schneller Henning heim. Es werden 1000 Nächte sein, in denen ich Nachtschichte bis 4. Hab mir dir jetzt was aufgebaut und Riesenangst es zu verlieren, doch ich hör nicht damit auf. Chab, was auch immer passiert, bis mein Hals aussieht, als hätte ich Crack in Frankfurt etabliert. Der Jura respektierter Ex-Spieler, 6-4er. Wer zur Hölle hätte gedacht, dass ich hier nett liefe? Die Wetten starten schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. Doch seit ich nicht mehr wette, könnte ich nicht mehr gewinnen. Motiviert von der Furcht zu Verfahren, Magen knurrte seit Jahren. Langsam den Wert von den Uhren, die sie tragen. Trag unter den Augen Spuren von den Narben. Von all den Blessuren und dem Kram. Zeig mich kaum und wenn ich mich zeig, zeig ich Größe, wie ich aussehe. Könnt man meinen, dass ich für die Sache töte. Keine Ahnung, wie ich all die Probleme trotzdem noch löse. Ich bin nicht gläubig, doch welch würde ich sagen, Gott ist der Größte. 220 ist vieles, wie es soll. Schwör auf alles, Mann, ich kriege, was ich wollte. Alles resultiert aus Zielen, denen ich folge. Komm ganz schön mal kurz, live mach ne ganze Region stolz. 220 ist vieles, wie es soll. Schwör auf alles, Mann, ich kriege, was ich wollte. Alles resultiert aus Zielen, denen ich folge. Komm ganz schön mal kurz, live mach ne ganze Region stolz. Und was so? Dicker. Was geht denn ab, Alter? Alter! Was ist denn da los, Alter? Du bist mir flowmäßig so krass überlegen. Also
Da sind drei Flows drinne. Oder? Ja, okay, aber vergleich mir meine Gesangsqualitäten mit deinen. Das ist, also, weißt du, was ich meine? Alter, ich hab gebetet, dass du irgendwann einfach aufhörst. Don't make the flow too good. Tschüss. Alter, also ey, ohne Scheiß. Richtig, richtig krass, wie ihr beide abgeliefert habt. Also weit über dem, was ich gedacht hatte, was hier passieren würde. Nicht, weil ich es euch nicht zugetraut habe, aber einfach, weil ich dachte, ey, Drucksituation in der Stunde, kann man sich überhaupt konzentrieren und so ein Scheiß. Richtig, richtig heftig. Also du hast halt viermal so viel Text geschrieben, du flowst viel besser. Ja, ach. Nee, also. Das ist also, ich muss sagen, ich glaube halt auch, in dem Stil hat noch nie jemand gebattelt. Weil ich musste, also diese nächstes Jahr-Zeile ist leider natürlich sehr treffender Punch mir gegenüber. Ich muss mal ganz einfach so sagen, meine Diskografie sieht aus, also meine Diskografie liest sich wie, was haben Sie in den 3 Jahren eigentlich gemacht? Genau, aber so alle 3 Jahre. Genau, aber das Ding ist, ich habe das, was ich in den 3 Jahren gemacht habe, ja in den anderen 3 Jahren auch gemacht, in anderer Form. Und das Problem ist, das stimmt sogar. Das zum einen, zum anderen ist es super treffend, zum anderen muss man sagen, ey, das muss man dir auch einfach zugute halten. Du kommst hier, also klar, es ist ein Producer-Battle, aber es ist immer noch ein Rap-Producer-Battle. Und auf 95 BPM sind eigentlich fast alle Rapper geboren, die aus meiner Generation kommen. Eigentlich war es ein Heimspiel Döll, würde man meinen. Ich hatte schon Auswärtsfaktor, wollte ich gerade sagen. Bei mir war der kleine Auswärts. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte, aber ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du hier auch mit so einem Savage-Zitat kommst und so. Vielen Dank. Also Props, ohne Scheiß. Also, verstehst du, ich wollte das ja technisch, also mir ist ja klar, dass ich technisch, was jetzt zum Beispiel so einen Flow angeht, unterlegen bin, dass ich das nicht schaffe in der Zeit. Oder was sagen wir es anders, dass und da stehe ich auch dahinter, das sozusagen. Ich glaube, mir fehlen manchmal so ein bisschen Instinkte für längere zusammenhängende Flows, weil ich das auch selber weniger gehört habe. Und deswegen gehe ich auch einfach selber immer viel, wenn ich texte, auf Line, bumm, nächste Line. So. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin da gerade auch so ein bisschen, es klingt voll blöd, aber ich muss das selber gerade ein bisschen begreifen, weil wir ja gerade irgendwie unter Push sowas geschrieben haben und das war einfach sehr, sehr neu für mich. Wenn man bei Talkie Talk im Studio sitzt, dann ist manchmal so eine Situation, dass der dann irgendwie nach einer Stunde Ergebnisse haben will, aber wenn man dann sagt, nee, ich hab nix, dann gucken halt nicht 900 Leute zu aus der ganzen Welt. Das ist schön gesagt, ja. Weil, und das ich hatte Schiss krass. Vor deinen Regeln. Ich hatte Schiss vor deinen Regeln. Ich auch. Ich bin ja ein Texter, der sehr viel mit Ich anfängt. Ich musste also meinen Text richtig wegballern, die Ichs. 2020 ist mir leicht gefallen, weil das war mir irgendwie sofort klar, was ich machen will. Und was war nochmal die andere Regel? Ach, der Name. Ja, aber gut, so. Das habt ihr ja beide hingekriegt. Also es klingt jetzt voll blöd, aber ich musste schon ein bisschen meinen Erfahrungsschatz bemühen. Also so, ich hätte mich jetzt dieser Herausforderung vor, sagen wir mal, 2 Jahren eher nicht so gewachsen gefühlt. Ja, so Routine, also ne? Eine gewisse. Mich hat es gerade einfach richtig heftig gechallenged. Also ich glaube, man sollte Leute, die anfangen zu texten, vielleicht nicht in so einer Form unter Druck setzen und sagen, jetzt machst du das so. Aber ich glaube, wenn man Bock hat auf das, was sie macht und das auch schon länger macht, irgendwie, dann kann man das schon mal machen. For the Russian and non-German viewers, please vote fair. Don't just vote for the person you're a fan of. Vote for the better track, for the better result, for the better entry. Because otherwise we're gonna have a very unfair ratio of voters. So, alle haben's gesehen. Wir gehen jetzt ins Voting. Oh, und jetzt, warte. Ja. Ich seh überall Plakate. Ich habe die Regel gebrochen. Ich drücke ein Auge zu, Henning.
Ich meine, du hast auch 2020 gesagt und nicht 2020. Ja. Okay, dann sind wir quitt. Ja, okay, wir sind dein Regelverstoß ist natürlich... Meines ist ein Regelverstoß, halt ein richtiger Regelverstoß. Der ist ein bisschen drastischer. Ja, dafür hast du Savas zitiert. Nein, du hast Savas zitiert, genau. Henning. Damit ist sowieso sind alle Fehler verziehen. Geht voten. Genau, geht wählen. Geht wählen. Auf jeden Fall. Geht wählen. Ja, es läuft schon. Und es ist tatsächlich, also jetzt gerade ist es auf die Stimme genau Gleichstand offensichtlich. No, Döll liegt mit 2 Stimmen vorne. Was geht hier ab, Mann? Das ist ja krass. Ich würde sagen... Hätte ich gewonnen, sagen eh wieder alle, die Russen haben die Wahl manipuliert. Ich glaube, es gab aber auch ein Problem mit der Voting-Seite. Deswegen lassen wir das Voting noch kurz ein bisschen laufen. Jetzt, wenn ihr beide jetzt zugeguckt hättet, für wen würdet ihr voten? Ihr würdet für den jeweils anderen voten wahrscheinlich, ja? Ja, also ich sag mal so. Hey, das Ding ist, ich hatte viele Vorteile, muss man einfach sagen so. Ich hätte das gleiche über mich gesagt. Also ich glaube, ich hätte für, also ich sag mal, mein 15-jähriges Ich hätte ganz klar Döll gewotet. Und ich glaube, mein 19-jähriges und mein 24-jähriges Ich auch. Ja, nee, ich würde auf jeden Fall Döll wählen. Ich glaube, meine Ex-Freundin hätte für Henning Mai gewotet. Und meine zukünftige hätte wahrscheinlich auch für Henning Mai gewotet. Deswegen würde ich das auch machen. Es ist wirklich, also es ist 50-50 gerade, ne? Gerundet wird es 50-50. Döll liegt jetzt mit 3 Stimmen vor Henning. Ich hätte es nicht gedacht. Ich will eine neue Auszählung. Die müssen neu ausgezählt werden, die Stimmen. Es sind genau das falsch. Würdet ihr das nochmal mitmachen? Also jetzt keine verbindliche Aussage, aber generell... Okay, wenn es unverbindlich ist, würde ich sagen ja. 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 Okay. Es sind ja irgendwie... Ich fühle mich nicht als Gewinner, wenn ich mit 3 Votes gewinne. Ich glaube, wir müssen das ein Draw nennen und ja. Ich mir jetzt auch... Ich finde irgendwie alles unter 10% ist irgendwie unentschieden, weil ich meine. Ja. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir nennen das Ganze ein Unentschieden. Ich bin richtig happy, dass auch alle hier im Chat irgendwie so cool geblieben sind und dass es hier keine komischen Hacks oder irgendeine Scheiße gab. Deswegen herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr teilt euch den ersten Platz auf dem Siegertreppchen. Das war aufregend. Ich fand es richtig aufregend. Muss auch, ey, wirklich, ich will jetzt nicht so dabei sein, ist alles geladen am Start bringen und so, gar nicht, aber ich muss wirklich sagen, ey, wir gehen beide als Gewinner aus der Sache. So, ob ich jetzt, stimmt natürlich weiterhin für mich ab, Leute, aber ob ich jetzt mit ein paar Mods mehr oder weniger als Handy rausgehe, weißt du, das macht den Kuchen jetzt auch nicht traurig, dann in dem Sinne oder sowas. Von daher, ey, ich finde, es ist voll cool gelaufen. Ich würde mich selbst beurteilen, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es so krass wird innerhalb von der Zeit. Ja. Von daher gehen wir alle aus, also gehen, ey, die Sache ist der Gewinner, oder? Danke, dass ihr beide mitgemacht habt. Es ist echt, also. Ich weiß, dass das, also ich meine, Henning, du hattest die Idee ja irgendwie auch, konntest du ja schlecht wieder kneifen, so, aber dass du aber auch direkt gesagt hast, so, ey, mit Döll wäre natürlich am geilsten, und auch, dass du dann zugesagt hast, ist richtig geil. Also ich weiß, dass das Mut erfordert hat und dass das auch ein Experiment für uns alle drei war, ja, und deswegen vielen, vielen Dank und Hut ab. Und ich finde vor allem richtig korrekt, wie respektvoll ihr mit dem Beitrag des anderen umgegangen seid. Also es ist einfach schön, dabei zuzusehen, und das lese ich hier die ganze Zeit auch nebenbei im Chat, es ist einfach schön, dabei zuzusehen, dass ihr beide Fans voneinander seid und dass ihr beide Respekt voreinander habt. Ich glaube, dadurch ist die Sache auch einfach so gut geworden, weil ihr genau wusstet, dass ihr was liefern müsst, wenn ihr mit dem anderen mithalten wollt. Und das, die Ergebnisse, ich muss echt sagen, ich bin immer noch baff. Ich hab bei weitem nicht damit gerechnet, dass
dass das so krass wird. Die Leute bedanken sich hier nebenbei die ganze Zeit für den Content. Also die Frage danke ist offensichtlich. Ja, danke safe. An den Mob. Danke auch, dass ihr so Gastfreundschaft gezeigt habt mit den ganzen Leuten, die jetzt das erste Mal eingeschaltet haben. Jo. Sehr korrekt. Riesen Shoutout nochmal an Quake für den Beat. Auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Und wie du gehört hast, kann man damit sehr, sehr viel machen. Habt einfach Mut, was rauszuhauen, so wie die beiden Jungs heute auch. Deswegen auch vielleicht auch an alle Leute, die das vielleicht gerade sehen und unentschlossen sind, das irgendwie zu machen. Schickt jetzt in eure Sachen, wie man sieht, wie man dann in anderen Streams gesehen hat. Also die Sachen werden auf jeden Fall respektvoll behandelt. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu in den weitesten Sinne noch nicht mal irgendjemanden zu bashen, sondern einfach nur was Cooles entstehen zu lassen. Ja, ja. Ich bedanke mich bei euch Jungs. Das war mega schön, Mann. Ja, mich hat's auch voll gefreut. Fand ich auch. Cool, sehr schön. Das freut mich sehr. Ihr seht zwei Jungs, die auf Augenhöhe nicht nur miteinander gebattelt haben, sondern auch auf Augenhöhe dann dieses Battle zusammen entschieden haben. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, euch hat auch meine Moderation in dem ganzen Ding gefallen. Wir werden sowas hier auf jeden Fall wieder machen. Das war geil, es war verrückt, aber es muss sein. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Namen auf der Liste, die ich anhauen will. Und nachdem wir alle gesehen haben, wie das heute Abend hier gelaufen ist, bin ich mir relativ sicher, dass es Leute gibt, die mitziehen werden. Von daher bleibt auf jeden Fall dran, folgt mir, abonniert mich, dann verpasst ihr nichts.